Herzlich willkommen zu unserem Format Die K-Kurve, heute wieder mit meinem Kollegen Felix. Ihr seht, wir haben den Umschlag schon bereit. Für alle, die es nicht mehr wissen, in diesem Umschlag ist ein Alltagsbegriff und Felix muss das Katholische daran erraten. Dafür hat er 2 Minuten Zeit und ich bin gespannt, wie es dieses Mal läuft. Zur Not haben wir wie immer hier ein paar Stichpunkte, falls wir gar nicht weiter wissen. Ich stelle die Zeit ein und los geht's. Ja. Fast Food. So eine Hostie ist ja auch nicht sonderlich nahrhaft. Ja, das ist korrekt. Und was hat man denn früher benutzt als Brotbrechen zum Beispiel? Das könnte man ja auch mit dem Fladenbrot vergleichen eigentlich, oder? Ja, aber da sollte man sich schon etwas mehr Zeit nehmen. So ein antikes Gastmahl, wie es vielleicht auch das letzte Abendmahl war, vielleicht auch angelehnt an so ein jüdisches Sedermahl, da sollte man sich dann doch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Mein Fastfood, da kann man dann auch über diverse Skandale mal wieder sprechen. Der Vatikan hat ja durchaus einige Liegenschaften in Rom und da gab es vor einigen Jahren einen ziemlichen Skandal, als in eine dieser zentralen Besitzungen dann plötzlich ein McDonald's einziehen sollte. Und das war sehr, sehr umstritten. Wir könnten auch über das Lieblingsessen vom Papst sprechen. Eis mag er ja besonders gerne, ist ja irgendwie auch so ein bisschen To-Go-Food und zwar vor allem die Sorte Kaffee. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass er gerne Mate-Tee trinkt, aber für den braucht man ja auch ewig. Da stochert man ja auch Stunden drin rum. Das stimmt. Und Pizza, dazu könnten wir auch noch was sagen. Oh, ich habe vor einigen Jahren eine wunderbare Instagram-Seite einer italienischen Pizzeria gesehen, die hat sich darauf spezialisiert, Prominente auf Pizza zu backen. Und da gibt es natürlich unglaublich viele Heilige. Ist ja klar, Italien, Heilige, Padre Pio Pizza und sowas. Und da ist die Pizza fast zu schade zu essen. Und man fragt sich auch, ist das ein Sakrileg, wenn ich den Padre Pio da beide esse? Das wurde dem Papst tatsächlich auch geschenkt, eine Pizza mit Padre Pio drauf. Die hat er bekommen. Wie es geschmeckt hat, wissen wir natürlich leider nicht. Oder ob die archiviert wurde im vatikanischen Geheimarchiv. Das könnte natürlich auch sein. Tatsächlich ist Pizza das erste Mal in einem vatikanischen Schreiben genannt worden, beziehungsweise in einem Schreiben vom Vatikan. Nämlich hat der Vatikan hat Pizza bestellt. Und auf dieser Liste, dieser Bestellung, steht das erste Mal das Wort Pizza. Das erste Mal in der Geschichte? Ja, das erste Mal in der Geschichte. Und damals gab es schon Pizzalieferdienste? Anscheinend. Also, oh, wir sind über die Zeit. Da habe ich beim Quatschen ganz die Zeit vergessen. Jetzt haben wir sogar 10 Minuten länger gemacht. Ha, nicht fast genug. Nicht fast genug, das stimmt. Bis zum nächsten Mal.